So werden Auserwählte also gekürt. Ich hätte es mir irgendwie festlicher vorgestellt. Der Nazgul ist ganz auf das Ritual fokussiert. Der perfekte Moment, um zuzuschlagen. Der Weg wird von Schützen bewacht. Es wäre klug, sie lautlos zu beseitigen. Die große Spinne wird unruhig. Sprich gar nicht erst von ihr. Es ist dein Schicksal, wie du weißt. Wir werden nie aufhören. Nicht mit dem Auserwählten. Und erst recht nicht mit dir. Du hast ein glorreiches Angebot erhalten. Kannst du nicht erahnen, über welche Macht du verfügst, während sie über dich verfügt? Mit dir lassen wir uns richtig Zeit. Haben wir nicht genug geredet? Holen wir uns den Tag! Widerstand ist zwecklos. Gut gekämpft. Doch dies war nicht der letzte Kampf. Und es war nicht das letzte Ritual. Die Auswirkungen unseres Sieges werden weit reichen. Wir haben die Initiative ergriffen. Sie wurden in die Defensive gedrängt.
Den Feind in die Ecke drängen. Das macht ihn für gewöhnlich umso gefährlicher. Der Nazgul hält einige deiner Gefolgsleute gefangen. Wir müssen sie retten. Solch Ergebenheit für ein paar Orks. Das reicht! Kein Brock mehr! Morgen werden diese Lütten kein Brock mehr kosten! Welcher Tag ist morgen? Asche! Ich weiß doch nicht! Sie wollten mich ritualisieren! Nicht etwas! Schlag! Der Waldläufer! Wir wussten, du würdest kommen. Schließe dich unserer Armee an und diene dem nächsten König. Ich lebe noch! Rette mich, solange du noch kannst! Befrei mich! Ich will eine Chance auf Rache! Schon gut, schon gut! Sie sagten, sie trachteten nach meinem Blut! Du bist erledigt! Das Ritual muss enden! Dich weide ich aus! Du hast eine grausame Sorge, nicht wahr, Lord? Es ist nur eine Frage der Zeit. Du kannst den nächsten König nicht töten. Unsere Armee bleibt stark und wir sind dem Blick der Nazgul beinahe entronnen. Doch noch sind sie nicht geschlagen.
Solange sie dort draußen sind, sind wir nicht sicher. Vor allem du nicht. Unsere Gefolgsleute sind gerettet und die Hädier sind sicher. Die Macht der Nazgul ist geschwächt. Und dennoch bleibt dieses bedrohliche Gefühl. Wir haben die Festung Mordors erobert. Dann wird es Zeit, den Kampf nach Barad-dûr zu bringen. Und zu Sauron. Unser Heer ist bereit. Und Sauron wartet. Isildur wartet. Wir bringen den Krieg zu ihnen. Wir haben zwar die Festungen Mordors erobert, doch noch gehört es nicht uns. Saurons Armee nähert sich, bereit, uns allesamt zu vernichten. Doch wir werden nicht in seinem Bann sterben. Wir sind keine Diener des dunklen Herrn. Wir ziehen wacker in die Schlacht und machen dieses Land zu unserem. Ihr kämpft für Mordor. Ihr kämpft für den hellen Herrscher. Vorwärts! Missachtung! Das ist erst der Anfang.
euch. Ist alles wie immer. Guter Bruce. Guter alter Bruce. Du bist ein armseliger Gegner. Dass ich es bin. Bruce geht's gut, nur das zählt. Worauf? Sauron stellt uns seine geballte Armee entgegen. Dann wird er sie verlieren. Für die Unterstützung der Lagerherrschaft. Ich hatte eine Menge Spaß mit dir. Doch ich fürchte, unsere gemeinsame Zeit muss enden. Ich denke, ich werde mir nach all dem ein Souvenir aufbewahren. Ja! Ich stoße schon! Kümmere du dich um die Orks! Aufhören! Aufwarten! Betrüger! Wir beide wussten, es würde so enden. Dein finaler Niedergang, mein größter Triumph. Zerschlagen, als du mich trafst. Und jetzt wird sie auf meiner Klinge enden. Ihr kämpft für den Hellenherrscher! Und Schluss. Sofort. Du bezwingst vielleicht die anderen, aber du kriegst mich niemals klein. Darauf habe ich lange Zeit gewartet.
Deine Taten haben dich hierher geführt. Wir sind einander in Bruderschaft verbunden. Dies ist das Schicksal von Königen und Menschen. Es wird nicht das meine sein. Ich starb und er erweckte mich in dieser Gestalt. Das kann ich nicht zulassen. Isildur, ich erlöse dich! Also nein!
Finde Frieden im Tod. Es oblag nicht dir, ihn zu erlösen. Und dir nicht, ihn zu versklaven. Er tat mehr als das. Ihr bracht Saurons Macht. Ihr habt ihn beherrscht. Und ich werde auch Sauron beherrschen. Seine Armee wird mir gehören. Wir sollen Sauron zerstören. Sauron kann nicht zerstört werden. Celebrimbor hat recht. Wir kämpfen und kämpfen, doch das Böse kehrt immer zurück. Talion, wir können es beenden. Mordor muss ins Licht zurückgeführt werden, nicht in die Dunkelheit. Ich tausche nicht einen dunklen Herrn für den nächsten. Das ist nicht das Ende, für das ich gekämpft habe. Aber du kämpfst diesen Kampf nicht allein. Nein, tut er nicht. Es geht hier nicht um deine Rache. Oder meine. Es geht darum, die Ordnung in Mordor wiederherzustellen. In ganz Mittelerde. Das Ende, für das du gekämpft hast. Du bist nur ein Gefäß. Und es gibt noch andere. Lady Galadriel schickte dich nicht ohne Grund. Gemeinsam können wir Sauron in die Knie zwingen. Wir beenden, was unser Volk begann. Vor so langer Zeit. Das ist der einzige Weg.